Hi Leute, ich bin Phil und ich mache Musik und heute geht's um Panda Sound. Nach dem Intro. Ja, wie gesagt, heute geht's um Panda Sound. Das ist eine ganz interessante Internetseite, da könnt ihr sehr, sehr viele coole Sachen für euer Mixing kostenpflichtig erwerben. Da gibt es zum einen Drum Samples, Drum Libraries, Drum One-Shots, Bassinstrumente, zum Beispiel den Panda Bass, den ich persönlich auch sehr cool finde, und sogar komplett abgemischte Sessions, also komplett abgemischte Songs aus diversen Metal-Genres und Subgenres, komplett abgemischt. Also mit Mixing, Mastering, allem, was dazugehört, sämtliche Gitarren-Emulationen oder Gitarren-Simulationen, sollte man besser sagen, denn da wird ja fast nur mit M-Sims gearbeitet. Das ist an sich eine sehr coole Sache, wenn man ein Verständnis dafür bekommen will, wie einige Songs abgemischt werden. Da kann man sich zum Beispiel das Cubase-Projekt oder das Reaper-Projekt, das Pro Tools-Projekt und wie sie nicht alle heißen, kann man sich da kostenpflichtig erwerben und zieht sich das dann auf seine Platte, macht das Ganze auf und kann sich genau angucken, wie da was abgemischt ist, warum was so gemacht worden ist. An sich eine coole Sache. Einziger Wermutstropfen bei diesen Sessions ist es halt, dass wenn ihr euch so eine Session kauft, bekommt ihr vorher immer unten so eine Art Informationsblatt, welche Plugins und welche virtuellen Instrumente da drin verwendet worden sind, und die müsst ihr natürlich besitzen. Das ist tatsächlich manchmal eine ganze Menge. Von daher, da muss man schon ein relativ gutes Library haben an Plugins und an virtuellen Instrumenten, damit das fein nützlich ist. Heute soll uns aber definitiv erstmal die Drum Library Geschichte interessieren, denn da gibt es tatsächlich sehr, sehr gute auf der Seite, die ihr dann prinzipiell euch downloaden könnt, und ihr habt dann sofort ein Mix-Ready Drumset, ja, so tiptop abgemischtes Drumset für diverse verschiedene Genres. Diese Drumsets könnt ihr im Prinzip als Contact-Instrument nutzen, als TCI, also zum Beispiel durch Late Trigger könnt ihr das Ganze nutzen, oder ihr könnt es über den PD Player, also Perfect Drums Player, könnt ihr das auch nutzen. Ihr bekommt in jedem Fall sowieso, wenn ihr das Drumkit kauft, alle drei Formate. Wenn ihr das Ganze mit Contact nutzen möchtet, dann müsst ihr natürlich darauf achten, Contact Player könnt ihr auch benutzen, allerdings habt ihr da mal diese 15 Minuten Demo-Zeit. Nach dieser Zeit müsst ihr einfach das Drum Library neu laden, ist allerdings auch keine große Herausforderung. Ich empfehle euch, wenn ihr zum Beispiel noch kein Contact-User seid, dann holt euch den Perfect Drums Player, denn der ist komplett kostenfrei und damit könnt ihr das ganze Library mal uneingeschränkt nutzen. Ja, wie das bei solchen Libraries halt häufig mal der Fall ist, gibt es dafür seltene Trial- oder Demo-Version. Man hat zwar diverse Soundbeispiele auf der Seite, aber so richtig austesten kann man das Ganze nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das einfach mal für euch. Ja, ich habe mir da ein paar Stück zugelegt und ich zeige euch die einfach mal gleich in der DAW. Ich habe auch ein kleines Projekt vorbereitet und zeige euch mal, wie die so im Vergleich zueinander klingen. Also da sind dann so 5, 6, 7 Drum Libraries und wir vergleichen die dann einfach mal, gucken uns ein bisschen das Interface an, damit ihr so ein Gespür dafür bekommt, was ihr da überhaupt kaufen könnt. Also nicht lange drum rumreden, gucken wir uns das Ganze einfach mal in der DAW an. Ja, hier sind wir im Arranger in Cubase. Ich habe ein kleines Demo-Projekt für euch vorbereitet. Die Drums sind in diesem Fall natürlich ausschließlich Panda Sound Drum Kits. 6 Stück an der Zahl habe ich hier zum Vergleichen. Das ist einmal das Korea Kit, das Enceladus Kit, das Riffbro Kit, das Buried Side Drums Kit, Restraints Kit und das Mankind Grief Kit. Ja, jeweils eins werden wir uns dann immer anschauen bzw. anhören. Ich zeige euch allerdings trotzdem parallel dazu auch nochmal die Interface-Ansicht, was euch da so erwartet. Ja, hören wir uns das Demo-Projekt einfach mal an mit dem Korea-Kit. So klingt das. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal im Detail anschauen, dann habe ich hier natürlich das Korea Kit. Das ladet ihr dann dementsprechend einfach als NKI-Datei hier in euren Contact oder in euren Contact Player und habt dann erstmal dieses Interface. Da könnt ihr dann ganz normal die Lautstärke für die einzelnen Kit-Pieces regulieren. Kick, Snare, Tom 1, Tom 2, Hi-Hat, Ride, Overheads und Room.
Ja, wir haben in dem Fall an Becken, also ich kann mal gucken beim Korea-Kit, hier sieht man auch beim Mapping immer, was wir da alles haben. Wir haben zwei Symbols, oder drei Symbols, ich denke mal, das dritte wird, ist es ein China? Wir gucken einfach mal nach. Also, gucken wir mal durch. Wir haben die Kick, Snare, Stick, Heads, auch alles dynamisch, Multisamples, ne? Dann passt. Normales Crash und Choke. Das ist im Courier-Kit enthalten. Ihr habt natürlich hier beim Mapping die Möglichkeit, ja, so ziemlich jedes Mapping anzuwenden, was ihr da benötigt. Ich glaube, da gibt es auch Presets, genau, für Steven Slade Drums, Superior Drummer, also alle gängigen, ja, Mappings sind hier gleich vorhanden, sodass, wenn ihr jetzt quasi eine Drumline in einem anderen Sampler programmiert habt, dann könnt ihr die natürlich hierüber ganz einfach anfahren. Ja, was ich immer sehr geil finde, ist halt so eine MIDI-Learn-Funktion. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel mit einem E-Drum-Set spielt, dann könnt ihr natürlich sehr einfach über die Learn-Funktion die Kit-Pieces dementsprechend zuordnen. Oder ihr macht das hier über so eine Akai-Touchpad oder Trackpad. Darüber geht das auch super. Oder eben ganz einfach über das Piano oder beziehungsweise das Keyboard. So, im Mixer, wie schon erwähnt, könnt ihr dann dementsprechend das Panning der einzelnen Kit-Pieces justieren. Ihr könnt das Ganze solo muten, könnt die Phase invertieren und die Lautstärke auch anpassen. Mit Advanced habt ihr halt noch die Möglichkeit, einzelne Klangbestandteile ein bisschen zu justieren. Das ist allerdings sehr, sehr geringfügig. Ich habe mal ein bisschen Tape-Saturation. Das soll es aber dann auch schon gewesen sein, denn eigentlich ist das Ding wirklich so ein Plug-and-Play-Teil, ne? Also man haut das halt in seinen Mix rein und macht vielleicht minimale Anpassungen im Mix und dann war es das auch. Was bei mir aber nicht der Fall ist, also ich habe es hier tatsächlich ohne irgendwas, also hier ist tatsächlich nichts drauf, ne? Keine Inserts, kein Equalizer. Das Ganze geht dann in den Drum Bus, wo quasi alle Drumkits sich zusammenfinden. Und auch da ist nichts drauf, außer ein bisschen Soundeffekte. Das ist aber lediglich so eine Art Ducking-Effekt, dass dann halt quasi, wenn die Kickdrum reinhaut, der Bass ein bisschen Platz macht, und bei der Rhythmusgitarre ist es halt eben, wenn die Snare reinhaut, macht die halt ein kleines bisschen Platz. Das ist es im Prinzip dann auch schon. Ich zeige euch jetzt auch nochmal die isolierte Drumspur, damit ihr auch da nochmal ein Gefühl für habt, wie das Ganze dann so klingt. Klingt auch ganz anständig. So, dasselbe Spielchen machen wir jetzt einmal mit dem Enceladus Kit. Einmal für euch die Demo im Gesamten. Isoliert. So, und dann schauen wir uns auch da nochmal das Drumkit an.
So sieht es dann aus. Ähnliches Szenario wie beim Korea-Kit. Ihr habt Kicksnare, Tom 1, Tom 2, hier sogar Tom 3. Also es ist ein 3er-Tom-Set enthalten. Hi-Hat, Overhead und Room. Auch hier könnt ihr das Drum-Mapping natürlich nach Belieben bearbeiten. Und im Advance habt ihr dann auch die Möglichkeit, hier ein paar kleine Klangveränderungen vorzunehmen. Diese ganzen Kisten werden allerdings richtig interessant beim Riff Pro Kit. Da habt ihr tatsächlich nachher unterschiedliche Kicks und Snares. Und ich glaube sogar Toms, aber das sehen wir uns gleich dann nochmal im Detail an. Ja, hier ist im Prinzip alles genau wie bei dem anderen Drum Kit. Auch da können wir nochmal durchhören, was möglich ist. Kein Sidestick. Bis auf, dass hier kein Sidestick dabei ist oder kein Drumstick-Sound. Alles identisch. Gut, und jetzt zum nächsten Kit, das Riff Bro Kit. Und auch da hören wir mal rein. Hier nochmal die isolierte Drumspur. Da hört man halt auch sehr deutlich, alles schön bereits bearbeitet, parallel Compression ist mit drauf, also ordentlich alles abgestimmt von den EQs, vom Reverb-Anteil, das kann man wirklich so verwenden, wie es ist. Beim Riff Bro Kit ist es jetzt tatsächlich noch ein bisschen anders, sieht in erster Linie erstmal gleich aus, auch das Mapping wieder individuell anpassbar, Advanced genau das gleiche, allerdings haben wir hier, ich denke das war unter Advanced, können wir die Kick nämlich wechseln. Wo war das jetzt? Kick, genau, einfach auf Kick raufklicken und dann hat man hier die Möglichkeit, Typ B oder Typ A zu nutzen. Also wir können da gerne jetzt, so wie ich es jetzt eingestellt habe, nochmal gucken, wie das klingt, mal hören, wie das klingt. Sidestick ist wieder da. Jetzt wurde noch mal ein zusätzliches Becken dazugekommen, also sehr viele Möglichkeiten. Jetzt mit der Kick können wir mal hören, was der Unterschied da ist. Das ist die Typ B Kick und das ist die Typ A Kick. Und Typ B gefällt mir da, die ist ein bisschen beefiger, ein bisschen fleischiger, die klingt schon ganz cool. Mit der Snare genau das gleiche, Typ B. Ah, die B hat ein bisschen mehr Smack. Mir gefällt mir das schon besser. Auch bei den Toms offensichtlich haben wir unterschiedliche Möglichkeiten. Typ B immer bei allen.
auch nochmal durchhören. Oh, fett, fett, fett. High-End natürlich nicht, Overhead auch nicht, Room auch nicht. Aber auch hier habt ihr natürlich mehr die Möglichkeit, auch im Room-Anteil nochmal zu justieren, wie viel Kick, wie viel Snare, wie viel Stick ihr da drin haben wollt. Genau, auch bei den Overheads. Ja, ein paar kleine feine Justierungsmöglichkeiten gibt es da auch. Die wird es dann vermutlich auch bei den anderen Drumkits geben. Ich habe aber tatsächlich nie großartig dran rumgeschraubt. Die sind so echt mix-ready und fertig zum Benutzen. Gut, weiter im Text. Buried Side. Buried Side ist tatsächlich ein bisschen eigenartiger, weil da fehlen halt komplett die Becken. Man hat halt ein reines Kit, also die reinen Kessel im Endeffekt. Man hat eine Bassdrum, man hat einen Snare und die beiden Toms. Und das Ganze klingt im Mix dann erstmal so. Mal der isolierte Sound. Schön fettes Kit. Wie gesagt, hier ist es dann so, ihr habt wirklich nur die Kessel, Kick, Snare, High Tom, Low Tom. Die Cymbals habe ich mir jetzt mal aus dem Enceladus Kit rausgeholt, also einfach prinzipiell die Kessel gemutet und die Cymbals aus diesem Kit rausgeholt. Ja, ihr habt hier aber auch definitiv die Möglichkeit, Veränderungen dran vorzunehmen. Die sind nach wie vor geringfügig, klingen aber allerdings sehr, sehr fett. Also hier zum Beispiel ist mal der Magic Button mit dran, Magic Knob mit dran. Der verändert dann tatsächlich schon deutlich das Klangbild. Ne? Ohne Magic ist es halt relativ roh und unbearbeitet. Und mit Magic hat man dann Kompression, EQ mit drin. Kann ich euch gerne mal zeigen. So klingt die Kick ohne Magic. So, und so klingt sie mit Magic. Ah, bisschen mehr Top-End höre ich da raus und ein bisschen aufgeräumteres Low-End. Schon ganz anständig. So, und das gibt es halt für quasi jeden einzelnen Kessel. Genau, das ist es. Hier könnt ihr natürlich noch immer ein bisschen Volume justieren, genauso wie hier oben. Ah, hier könnt ihr noch Volume, Rand, Attack und Sustain justieren. Ich habe hier tatsächlich auch das Sustain ein bisschen runtergezogen, weil mir die Kick im Nachklang ein bisschen zu viel gewummert hat untenrum, deswegen habe ich da ein bisschen hinten abgeschnitten. Sustain ist im Endeffekt das Ende, der Ausklang vom Sample und der war mir tatsächlich ein bisschen zu boomig, deswegen habe ich den da ein bisschen runtergeholt. Guti, nächstes Kit. Restraints. Auch hier wieder die Demo im Mix. Das Kit ist tatsächlich auch wesentlich brillanter in den Höhen, also ein bisschen höhenlastiger, nicht so ein mega fettes Low-End. Das ist zum Beispiel eben für viele schnelle Double-Bass-Passagen, Death Metal an sich eine coole Sache.
Ja, auch da schauen wir natürlich gerne mal erstmal in die isolierte Drumspur rein. Zu den ersten Kits von Pandasound. So, das gucken wir uns natürlich auch mal an. Genau, das Interface hat auch kürzlich erst ein Update bekommen, dass es sich halt an die anderen anpasst. Man hat wieder die Mapping-Features, auch hier die Möglichkeiten, wieder einzelne Kit-Pieces in der Lautstärke-Panning oder in der Phase zu justieren oder beziehungsweise kleine feine Einstellungen dran zu machen. Bei Advanced genau das gleiche. Ja, da können wir gerne mal reinhören. Die Snare ist schön snappy, schön kurz. Da kann man halt schön dieses. Oh, das passt da schon ganz gut. Kein Sidestick. Soviel zum Restraints Kit. Und das letzte im Bunde, Mankind Grief. Auch hier die Mix-Demo. Das Ganze dann auch hier nochmal als isolierte Drumspur. Ja, und hier tatsächlich schön saftige Kick, nicht so ein übertrieben massives Low-End, lässt schön viel Platz für den Schrammelbass. Ja, das ist halt ein Kit, was wahrscheinlich eher so für Deathcore oder Doom Metal oder so, da würde es halt echt fett klingen. So, gut, auch da schauen wir natürlich nochmal rein. Genau, Interface sehr einheitlich, wie bei den anderen Kits auch. Gleiches Thema, Mapping, Advanced Settings. Zusätzliche Einstellungen und Lautstärke, Panning und die Phase. Genau, auch da haben wir mal durch. Kein Sidestick. Oh, die Toms klingen echt fett. Genau. Und das war das Mankind Grief Kit.
Ja, das sind soweit erstmal die 6 Drumkits von Pandasounds. Meiner Meinung nach sehr coole Drumkits, sehr krass mixfertig. Also klatscht die in euren Mix und ihr werdet glücklich. Jedes Kit natürlich für das entsprechende Genre, aber auch dazu findet ihr nähere Informationen auf der Seite von Pandasound. Da steht dann immer explizit, für welche Genre-Typen welches Kit geeignet ist. Dazu gibt es ja dann meistens auch die passende vollständige Sessions, die vollständige Session, die dann quasi so einen kleinen Einblick darin gibt, in welchem Genre sich dieses Drumkit wohl zu Hause fühlt. Gut, soviel erstmal dazu. Alles klar, das war es erstmal zu den Drum Libraries von Pandasound. Wenn ihr Bock darauf habt, euch die Dinger selber mal zuzulegen, schaut einfach mal auf der Seite vorbei. Ich habe euch den Link dazu unten in die Videobeschreibung gepackt. Da könnt ihr euch dann neben den Drum Libraries total austoben und bekommt mit Sicherheit eine ganze Menge nützliche Sachen für euren Mixing-Prozess. Ihr habt es soweit geschafft im Video, dann nochmal ganz kurz ein kleines bisschen Werbung in eigenem Interesse. Das Album Stay Home von Lockdown Revival ist vor kurzem rausgekommen. Das sind 15 Tracks, feinste Metal-Breitseite nur für euch. Ja. Das ist ein Projekt, was ein Kollege und ich in der Lockdown-Phase der Corona-Zeit aus dem Boden gestampft haben. Wir haben sowieso zu Hause die Decke auf dem Kopf fällt. Warum nicht einfach mal ein Album produzieren? Ja, das könnt ihr euch so ziemlich auf jedem gängigen Streaming-Anbieter, könnt ihr euch das zu Gemüte führen, sei es Spotify, Amazon Music, Google Play, Deezer, Napster, iTunes, wie sie nicht alle heißen. Da könnt ihr euch das kostenlos zu Gemüte führen. Wenn ihr uns weiterhin unterstützen wollt oder weiter als das unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich dort die Tracks auch käuflich erwerben oder die ganze Platte, wenn ihr wollt. Ihr habt auch die Möglichkeit, die gesamte Platte hier auf YouTube euch reinzuziehen, entweder auf meinem Kanal oder auf dem offiziellen Lockdown Revival Kanal. Schaut einfach gerne mal vorbei, lasst ein Like da und ein paar nette Worte. Da würden wir uns auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns hier sowieso in Kürze wieder. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das Spielchen, dann lasst gerne ein Like da, ein Abo mit der Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt und verpasst nichts mehr, wenn was rauskommt. Content kommt jetzt definitiv frequentierter als sonst. Ja, und dann sehen wir uns auf jeden Fall hier in Kürze wieder. Bis dann. Ciao.